Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Mitbetroffene, zu einem neuen Video von mir. Ihr merkt schon, wenn ich meine Zeit nicht irgendwo im Krankenhaus verbringe oder in irgendwelchen Wartezimmern von Ärzten tatsächlich herumgammle, versuche ich hier den Kanal bzw. den Blog wiederzubeleben und euch hoffentlich einige nützliche Inhalte, einige Tipps anzubieten. Es ist in den letzten Monaten viel liegen geblieben. Es gibt viele Ideen oder ich habe viele Ideen für Projekte, die ich gern umsetzen möchte und für Inhalte, die ich hier gern präsentieren möchte, auch mal in etwas neueren Formen hoffentlich. Und ja, ich hoffe, dass ich das in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren hier Stück für Stück umsetzen kann und ja, euch da einige Hilfen und vielleicht nützliche Tipps an die Hand geben kann, um eure Beschwerden ja zu befrieden, zu verbessern, wie auch immer. Bevor ich zum eigentlichen Thema heute komme, ist ein Ernährungsthema, so viel schon mal vorweg, möchte ich noch mal einen kurzen Aufruf loswerden, einen Hilferuf sozusagen. YouTube hat sich überlegt, seine Nutzungsrichtlinien zu verändern. Das kam jetzt relativ neu. Und zwar ist die Begründung des Unternehmens, sie möchten gern die Qualität der Inhalte verbessern, was ich grundsätzlich absolut ja, wichtig und vor allen Dingen auch notwendig finde. Denn wenn man sich so anschaut, was auf YouTube so läuft, man muss nur mal kurz in die Trends schauen, was sich die Leute so angucken, vor allen Dingen junge Leute, dann sage ich mal, naja, okay. Sicherlich wird mit so einem Medium viel Geld verdient und das steuert natürlich die Inhalte, aber ich finde schon, dass auch solche großen Anbieter von Medien auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung haben und ja, das sollte nicht nur Geld das einzige Kriterium sein. Was wurde jetzt von YouTube gemacht? Also generell, wie gesagt, die Qualität der Inhalte zu verbessern, das ist absolut in Ordnung und auch total wichtig. Nur die Idee oder die Kriterien, wie das Ganze erreicht werden sollen, die sind etwas problematisch und treffen mich zum Beispiel als Hersteller von Content. Denn meine Videos, mein Kanal kann nicht mehr monetarisiert werden. Das bedeutet, es können keine Werbeanzeigen mehr geschaltet werden und natürlich habe ich mit YouTube auch vorher nicht viel Geld verdient. Das waren 10, $12 im Monat jetzt als letztes. Aber immerhin sind das im Jahr 100 Euro und damit hilft das natürlich, Serverkosten zu decken, beziehungsweise auch die Miete für Videoschnittprogramm etc. So, also das Ganze ist letztendlich schon eine kleine Hilfe gewesen. Das fällt jetzt weg, denn das Kriterium war einmal die Zeit, also wie lange bleiben die Nutzer an den Videos hängen und schauen sich die Informationen an. Das Kriterium habe ich ganz locker erfüllt. Also da nochmal vielen Dank an alle, die die Videos schauen und regelmäßig da reingucken. Auf der anderen Seite ist das Kriterium 1000 Abonnenten zu haben und das ist bei mir leider noch nicht erfüllt. Bald sind hoffentlich die 800 erreicht. Bis zu den 1000 ist es noch ein ganzes Stück und ich denke, das ist ein absolut schlechtes Kriterium, denn wenn man sich anschaut, große Kanäle mit sehr vielen Abonnenten, die teilweise überhaupt gar keinen eigenen Content liefern, also das bedeutet einfach Content irgendwo zusammen schustern, zusammenklauen von anderen Anbietern beziehungsweise einfach Dinge ja, bei den öffentlich-rechtlichen mitschneiden, hochladen, die haben teilweise wahnsinnig viel Klicks und Abonnenten, kommen dann eigentlich für etwas, was sie theoretisch nach den Nutzungsrichtlinien auf diesem Medium gar nicht dürfen, in den Genuss noch, damit Geld zu verdienen. Und jemand, der eben sehr viel Zeit und Mühe in seine Videos investiert, ich muss immer erst vorher recherchieren, also meine Videos sind eigentlich immer und meine Artikel durch Studien gedeckt. Ich führe meistens die Quellen auch mit an, so dass man wirklich in der Originalliteratur nachschauen kann. Ich muss das Ganze bearbeiten, schneiden und das Ganze natürlich in meiner Freizeit. So, und bekomme auch immer wieder die Rückmeldung, das finde ich ganz klasse, in E-Mails, aber auch hier in den Kommentaren, dass das Ganze tatsächlich vielen hilft und dass sie froh sind, den Kanal gefunden zu haben und so weiter und so fort. Aber da sieht man vielleicht, dass es nicht unbedingt, dass die Abozahl nicht unbedingt für die Qualität des Contents spricht. Also vielleicht wie viele Leute interessiert das? Das auf jeden Fall, aber nicht auf die Qualität. Und ich denke,
Es ist besser, man hilft 10, 20 Leuten, wenn es eben nicht so viele schauen und man sagt, okay, das sind wirklich verlässliche Informationen, das sind gute Informationen, da gibt es eine wissenschaftliche Basis dafür. Als man schustert einfach irgendwas zusammen, was den Massengeschmack trifft und kann damit eben ja viel Geld verdienen. So, deswegen kurzer Shoutout an euch. Wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr von den Inhalten schon mal profitiert habt, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr das Ganze liked, die Videos teilt. Wenn ihr die Idee habt, Mensch, das könnte anderen nützen, ihr seid in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht aktiv bin, in irgendwelchen Foren, wo das Ganze in ein Thema passt, dann empfehlt den Kanal bitte weiter, in irgendwelche Freunde, Mitbetroffene, wen ihr da kennt, damit ich irgendwann diese 1000 Abonnenten auch erreiche und dann wieder etwas ja, von der YouTube-Monetarisierung profitieren kann. Das wäre wirklich klasse, würde ich mich riesig drüber freuen. Danke für eure Unterstützung da schon mal. So, jetzt genug mit dem Rumgejammer und mit der Werbung, sondern jetzt zum Thema. Und zwar möchte ich über die zwei effektivsten Diäten, Ernährungsformen, Kostumstellungen beim Reizdarmsyndrom sprechen. Denn da gibt es immer wieder relativ große Unsicherheiten und da kommen immer wieder Mails und da wird gefragt, Mensch, Thomas, das ist effektiv, das ist effektiv. Was soll ich denn nun eigentlich machen? Es geht um die Low-FODMAP-Diät und um die glutenfreie Kost. So, wer überhaupt noch nichts davon gehört hat, die FODMAP-Reduktion tatsächlich eigentlich wissenschaftlich die gesicherte Diät, einfach weil es sehr viele Studien in den letzten Jahren dazu gab. Und die glutenfreie Kost ebenfalls. Ich werde hier kurz eine kleine Grafik einblenden aus einem ganz neuen Review, wo man auch sehen kann, hier haben sich die Autoren die Mühe gemacht, die Studien zusammenzufassen, die es zu den einzelnen Kostformen, empfohlenen Kostformen beim Reizdarmsyndrom gibt. Und da sieht man auch sehr schön, für die klassischen Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften, die sind eigentlich nicht wirklich konklusiv, also man kann keine klare Aussage treffen. Hilft das Ganze? Wem hilft es? Ebenfalls, das gilt für die ballaststoffmodifizierten Diäten. Wir haben das ebenfalls so für die Paleo-Diät, also dort gibt es auch noch keinen klaren Hinweis für die Diät bei der Dünndarmfehlbesiedlung, also für die Reduktion fermentierbarer Substrate. Aber wir haben eben deutliche Hinweise, wir haben eine hohe Evidenz bei der FODMAP-Reduktion auf der einen Seite, aber auch ein Risiko bei der langfristigen Befolgung, denn die Reduktion von FODMAPs über einen längeren Zeitraum verändert die Darmflora und das nicht zum Guten, denn sie sorgt dafür, dass probiotische Stämme mit der Zeit immer weiter abnehmen, vor allen Dingen die Bifidobakterien. Hier gibt es aber Möglichkeiten gegenzusteuern, wird es ebenfalls bald ein Video dazu geben, wo ich dann nochmal konkret darauf eingehen werde. Also die Evidenz ist dort hoch und wir wissen, dass ungefähr 3 von 4 Patienten mit dem Reizdarm sehr positiv auf eine FODMAP-Reduktion ansprechen. Es kommt dort zu Verbesserungen um die 50 bis 75% häufig. Also die Symptome werden tatsächlich stark gelindert. Generell kann man sagen, dass das Ganze global funktioniert, also für alle Symptome, am besten aber für Bauchschmerzen und Blähungen. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass es auch Auswirkungen zum Beispiel auf Durchfall gibt. Dort werden Stuhlfrequenz und Stuhlkonsistenz verbessert. Was sich natürlich ebenfalls dann stark verbessert, sind psychiatrische Komorbiditäten. Das bedeutet, wenn man unter Ängsten litt oder Depressionen, verbessern die sich meistens mit, die Lebensqualität steigt. Denn oft ist es ja tatsächlich so, dass diese neuropsychiatrischen Symptome eine Folge der Darmsymptomatik waren. Also dass man zum Beispiel gesagt hat, ich traue mich nicht mehr wirklich raus, man igelt sich ein, man kann vielleicht Chancen im Berufsleben nicht wahrnehmen und so weiter und so fort, was dann zu reaktiven, depressiven Verstimmungen führen kann. So, auf der anderen Seite haben wir die glutenfreie Kost, die ebenfalls in Studien sehr, sehr gut erforscht ist. Man sieht, dass die meisten Studien waren tatsächlich positiv und es gibt einen großen Unterschied zur Low-FODMAP-Diät. Denn man kann mit der glutenfreien Kost in vielen Studien zeigen, es kommt nicht nur zur Verbesserung, sondern es kommt tatsächlich zu spontanen Heilungen. Also es gibt Patienten, die so gut auf die glutenfreie Kost ansprechen, dass ihre Beschwerden komplett verschwinden. Und das ist natürlich eine absolut geniale Sache, weil man das Ganze mit relativ geringem Aufwand
durchführen kann. Man muss nur die Kost umstellen, man hat keine Nebenwirkungen und man ist komplett beschwerdefrei. Also das geht tatsächlich vielen Patienten so. Was dahinter steht, gerade bei der glutenfreien Kost, muss man sagen, ist nicht hundertprozentig gesichert. Es gibt die Hypothese einer Nicht-Zöliakie-assoziierten Gluten-Sensitivität. Das bedeutet, es ist keine Zöliakie, aber das Immunsystem reagiert eben auf Gluten. Und wenn ich das Gluten, diesen Trigger, eben weglasse, dann kommt es tatsächlich zu einer, ja, Ausheilung ist es in dem Moment nicht, denn die Sensitivität auf Gluten ist natürlich noch da, aber es werden eben auch keine Symptome mehr provoziert. So, das also ein deutlicher Unterschied. Und die Studien zur Gluten-Sensitivität, das muss man noch wissen, wurden vor allen Dingen an Patienten mit Durchfall durchgeführt. Also wir wissen, auf diese Patientengruppe Reizdarmsyndrom mit Durchfall hat die glutenfreie Kost die besten Auswirkungen gehabt. Warum kommt es jetzt so zu einer Vermischung? Also was unterscheidet die beiden Diäten? Denn wenn man sich die Low-FODMAP-Diät anschaut, könnte man sagen, okay, das ist schon relativ nah an der glutenfreien Kost dran. Aber nehmt euch einfach mal irgendein modernes Buch zur FODMAP-Reduktion. Da könnt ihr zum Beispiel das FODMAP-Konzept euch nehmen oder die Bücher von Professor Storr oder auch Klassiker eben von Susan Shepherd oder was es dann noch alles gibt, IBS Free at Last und so weiter und so fort. Einfach mal auf Amazon schauen oder wenn ihr eins zu Hause habt, schlagt einfach mal auf, guckt euch das Ganze mal durch. Was dort sehr häufig gemacht wird, ist, man kann die Low-FODMAP-Diät relativ schnell glutenfrei gestalten, denn glutenfreie Getreide, andersrum, also glutenhaltige Getreide haben einen hohen Gehalt an vor allen Dingen Fructan. Das bedeutet, das ist eine dieser Untergruppen der sogenannten FODMAPs, der schnell fermentierenden, schwer verdaulichen, kurzkettigen Kohlenhydrate. So, und deswegen werden eben glutenhaltige Getreide meistens gemieden. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel wird in vielen FODMAP-Ratgebern der Einsatz von Dinkel eindeutig empfohlen, weil er eben eher einen niedrigen bis moderaten Fructangehalt hat. Und deswegen wird gesagt, okay, das ist als Alternative vertretbar. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Hafer. Hafer ist gerade auch für Zöliakie-Patienten so ein zweischneidiges Schwert. In Deutschland ist es sowieso ein Problem, weil er eigentlich nie tatsächlich zertifiziert glutenfrei ist, weil er meistens mit Weizen kreuzkontaminiert ist. Das bedeutet, es wird in der Nähe Weizen angebaut. Dann finden wir natürlich immer Spuren im Hafer. Es gibt zertifiziert glutenfreien Hafer, den finden wir zum Beispiel in Skandinavien. Aber Studien zeigen, es gibt Patienten, Zöliakie-Patienten, die können eben mit Hafer relativ umgehen, ohne dass das Immunsystem rumspinnt. Es gibt aber auch Patienten, die darauf reagieren und das schon bei relativ geringen Mengen. Also man kann das nicht so hundertprozentig sagen, dass das unproblematisch ist. Und dann gibt es natürlich auch noch ein großes Problem, denn bei der Glutensensitivität sollte man darauf aufpassen, verweise ich hier mal auf mein Interview mit Professor Schulzke, das ist einer so der Pioniere in Deutschland, die geforscht haben an Thema Gluten und Reizdarmsyndrom. Und er hat gesagt, weil es eben noch nicht diese klare Evidenz gibt, gibt es eine Schwelle für das Gluten bei dieser nicht-Zöliakie-assoziierten Glutensensitivität, sollte man sich so verhalten wie ein Zöliakie-Kranker und man sollte auch Spuren von Gluten tatsächlich meiden. Also ihr kennt das beim Einkaufen, kann Spuren von Gluten, Milcheiweiß, Soja enthalten beispielsweise. Hier sollte jemand mit einer Gluten-Sensitivität tatsächlich die Finger davon lassen, während in den FODMAP-Ratgebern da immer gesagt wird, denkt dran, wir meiden zwar glutenhaltige Getreide, aber nur wegen dem Fructan. Spuren etc. machen kein Problem. Alles, was in kleineren Mengen da irgendwie ist, auch mal in Soßen und so weiter, ist eigentlich unproblematisch. Denn hier geht es um eine gewisse Schwelle an FODMAPs, die man nicht überschreiten soll. So, und warum ist das jetzt überhaupt so ein Thema? Das macht natürlich einen großen Unterschied. Denn vor allen Dingen in der
ja, ich sag mal, in der Einfachheit, in der Umsetzung der Ernährungsumstellung. Hier kann man nämlich viel einfacher einkaufen gehen, man kann kostengünstiger einkaufen, wenn man nicht zu sehr auf diese Zertifizierung und auch auf diese Spuren etc. achten muss. Das bedeutet, ich kann einfach gehen, in jedem Supermarkt finde ich zum Beispiel Dinkelnudeln, ich finde bei jedem Bäcker meistens ein Dinkelvollkornbrot, ich kann Haferflocken mit einbauen, man kann mit Hafer auch sehr gut backen, es gibt inzwischen auch viele Kekse auf Vollkorn-Haferbasis und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich nicht auf diese Spuren, auf diese Verunreinigung achten muss. So, deswegen kommt dann häufig die Frage auf, Mensch Thomas, sag mal, welche von diesen beiden Kostformen ist denn für mich eigentlich geeignet? Welche sollte ich zuerst ausprobieren? Und da muss man sagen, es gibt eigentlich noch keine eindeutige Unterscheidung, aber einige Autoren, einige Studien haben sich schon mit diesem Thema beschäftigt. Für wen ist welche Diät geeignet? Denn beide sind, wie gesagt, sehr effektiv. So, und was können wir uns da heranziehen? Auf der einen Seite ist das sicherlich die vorliegende Symptomatik. Das bedeutet, ist das Ganze ein eher in Anführungszeichen klassisches Reizdarmsyndrom, lokal auf den Darm bezogen? Das bedeutet, eure Symptome sind hauptsächlich Durchfall oder Verstopfung oder das Ganze im Wechsel, alternierend. Dazu können kommen Bauchschmerzen, Blähungen. Dieses klassische Reizdarmsyndrom, so wie es eigentlich von den Fachgesellschaften einmal definiert wurde. Dann ist eure Chance hoch, dass ihr mit der klassischen Low-FODMAP-Diät, also auch mit Haferflocken, Dinkel etc., große Erfolge erzielen werdet. Denn das ist genau das, wofür die FODMAP-Diät eigentlich geschaffen wurde. Und bei der nicht-Zöliakie-assoziierten Gluten-Sensitivität, dort ist das häufig nicht der Fall. Da kommen zu diesen lokalen Symptomen, zu den gastrointestinalen Symptomen eben zum Beispiel noch systemische Dinge dazu, wie zum Beispiel Schweißausbrüche, Übelkeit, teilweise Erbrechen, Kopfschmerzen, Paraästhesien, also das bedeutet Kribbeln in den Händen, dass die Hände mal schnell einschlafen oder die Füße, auch mal Herzrasen, neuropsychiatrische Beschwerden. Angststörungen, Panikattacken. Also das Ganze ist einfach ein eher systemischer Verlauf. Die Symptome sind auch meistens etwas stärker. So, also das ist eigentlich so ein ganz klassischer Hinweis. Hier eher glutenfreie Kost. Beziehungsweise muss man das Ganze natürlich auch nicht isoliert sehen. Man kann das Ganze natürlich kombinieren. Vielleicht mal kurz, damit ihr versteht, wie komplex das Ganze ist, werde ich hier nochmal eine Grafik einblenden, was bei der Ernährungsumstellung beim Reizdarmsyndrom alles eine Rolle spielt. Das geht beim Verdauungsvorgang los, Gallensäuren, Bauchspeicheldrüse, Dünndarmfehlbesiedlung natürlich, dann bei der Verarbeitung unter anderem die Permeabilität, die Durchlässigkeit der Darmbarriere, der Darmschleimhaut, dann natürlich die enterochromaffinen Zellen mit dem Serotonin, Histamin, Entzündungsfaktoren, Interleukine, TNF-Alpha, und so weiter und so fort, was da alles mit reinspielt. Beide Faktoren, glutenfreie Kost und aber auch Low-FODMAP-Diät, haben einen Einfluss auf viele dieser Faktoren, unter anderem auf das Immunsystem und auf den Entzündungsstatus. Deswegen auch, wer starke Symptome hat, da empfiehlt sich das Ganze tatsächlich zu kombinieren. Also man kann die Low-FODMAP-Diät ganz leicht glutenfrei gestalten, indem man eben einfach sagt, okay, ich verzichte auf Dinkel, ich verzichte auf Hafer und ich schaue genauer eben zum Beispiel auf Verunreinigungen, auf kann Spuren von enthalten. Also das ist überhaupt kein Problem, das Ganze zu kombinieren und hier auf Nummer sicher zu gehen. Für die glutenfreie Kost gibt es noch ein paar andere Hinweise und obwohl es noch keinen klaren Laborparameter gibt, gibt es zumindest einige Dinge, die darauf hinweisen. Neben dieser systemischen Symptomatik ist das vor allen Dingen der Haplotyp, also das bedeutet die genetische Prädisposition für eine Zöliakie, genannt HLA-DQ28. Also das ist sozusagen die genetische Prädisposition, ein Prädiktor, den man haben muss, um eine Zöliakie zu entwickeln. Aber nicht jeder, der diesen Prädiktor hat, hat tatsächlich auch eine Zöliakie. Also wenn ihr im Bluttest eben diesen Haplotyp nachgewiesen bekommt,
Aber in der Spiegelung bei der Biopsie stellt sich heraus, ihr habt eigentlich keine Zöliakie. Dann ist die Chance hoch, dass ihr, wenn ihr eben klassische gastrointestinale Symptome zeigt, dass ihr positiv auf die glutenfreie Kost ansprechen werdet. Das wurde in verschiedenen Studien so gezeigt. Also eine Möglichkeit, geht zu eurem Arzt, lasst das testen, vor allen Dingen der Gastroenterologe macht das. Habt ihr diesen Haplotyp, ist es sinnvoll, eure Kost glutenfrei zu gestalten, entweder klassische glutenfreie Kost oder Low FODMAP, ebenfalls dann glutenfrei. Also dieser Haplotyp, systemische Beschwerden, das sind zwei solche Dinge. Und was noch eine Rolle spielen kann oder ein Hinweis auf eine nicht-Zöliakie-assoziierte Glutensensitivität geben kann, sind Gliadin-Antikörper. Ebenfalls im Serum nachweisbar, Gliadin-Antikörper sind keine Autoantikörper, werden aber mit in die Zöliakie-Diagnostik mit eingebunden. Und wenn ihr eben keine Autoantikörper auf die Zöliakie zeigt, dann ist eben die Chance hoch, wenn ihr diese Beschwerden habt und eben die Gliadin-Antikörper vorlegen und vielleicht noch der Haplotyp, dass ihr eben eine nicht-Zöliakie-assoziierte Glutensensitivität habt. Also das sind eigentlich diese Dinge, wie man versuchen kann, das Ganze ein Stück weit auseinander zu klamüsern. Systemische Beschwerden, Gliadin-Antikörper und die genetische Prädisposition. Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann eher glutenfreie Kost. Wenn ihr eher den klassischen Reizdarm habt, also typische gastrointestinale Beschwerden und vielleicht auch gespiegelt wurde etc. und gesagt wurde, okay, klassischer Reizdarm, dann probiert es mit einer eher liberalen Low-FODMAP-Diät, denn wichtig natürlich bei jeder Kostumstellung ist vor allen Dingen, dass ihr das Ganze auch wirklich durchhaltet, dass ihr das langfristig macht und das ist natürlich um einiges einfacher, wenn man eben solche Dinge dazu nehmen kann, wie Dinkel, Hafer, die wir hier in Deutschland problemlos finden in jedem Supermarkt, aber inzwischen natürlich auch durch die Zunahme der Unverträglichkeiten und natürlich auch durch den Medienhype, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich bin dankbar dafür, denn das hilft mir, weil ich einfacher an glutenfreie Produkte komme. Das bedeutet in den Supermärkten Alternativen, Reis etc. gibt es natürlich sowieso, aber Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse und natürlich jetzt inzwischen auch glutenfreie Backwaren und Co. So, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen zu verstehen, was der Unterschied zwischen den beiden Kostformen ist und für welche Form ihr euch tatsächlich entscheiden solltet. Vielleicht noch ganz kurz als Abschlusswort in der Tabelle bzw. in dem Review, wo man geschaut hat, welche Diäten sind für das Reizdarmsyndrom tatsächlich hilfreich, wurde auch die spezielle Kohlenhydratdiät, die SCD, wurde dort ebenfalls untersucht und erwähnt. Und hier wurde der Schluss gezogen, es gibt tatsächlich erste Hinweise, dass das Ganze sehr sinnvoll für das Reizdarmsyndrom sein kann, aber es fehlt noch die wissenschaftliche Evidenz. Das bedeutet, es gibt noch keine randomisierten, kontrollierten Studien, wo man wirklich sagen kann, okay, das Ganze ist jetzt zu empfehlen. Generell, und das gilt auch für Paleo und so weiter, dass diese noch nicht über eine Evidenz verfügen, bedeutet nicht, dass diese nicht funktionieren für das Reizdarmsyndrom, sondern nur, dass man noch keine eindeutigen Empfehlungen geben möchte, weil man sagt, es fehlt eben noch es fehlen abschließende Untersuchungen, auf die man sich dann tatsächlich berufen kann. So, als nächstes werde ich mir definitiv das Video vornehmen, wie man die Langzeiteffekte, die negativen Langzeiteffekte der Low-FODMAP-Diät etwas abpuffern kann. Da gibt es einige Möglichkeiten, denn wir wissen um diesen Faktor, aber wir müssen natürlich Dinge an die Hand bekommen, um wirklich zu sagen, okay, wenn ich darauf angewiesen bin, wie steuere ich gegen? Und das ist auch für die glutenfreie Kost ganz interessant, denn dort wurden ganz ähnliche Befunde in den Studien ermittelt. Das bedeutet, probiotische Bakterien nehmen tatsächlich ab, aber meistens nicht in dem Ausmaß wie bei der Low-FODMAP-Diät. Und was der Hintergrund ist, warum das Ganze überhaupt passiert, das erkläre ich euch beim nächsten Mal und wie ihr eben gegensteuern könnt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.